manchmal gibt es Geschichten oder Momente, die kann sich keiner ausdenken. Also die sind wirklich grotesk oder interessant oder so gut einfach und so echt. Das Betrachten und das Beobachten der Psyche, der menschlichen Psyche, die auch nicht immer nur happy ist. Gerade als Kontrast, in der Werbung geht es eigentlich immer um happy people. Und zu 80% zumindest. Und deswegen ist natürlich sowas wie diese CinemaScopes, die sind ja ein Weg eigentlich, dass diese die dunkle Seite oder die nicht so happy people Seite zu beleuchten. Und zum Beispiel habe ich die letzte Zeit Bilder gemacht, wo ich so eine Art White Trash fotografiert habe. Also weg von einem reinen Filmstil in eine bisschen sozial kritische Haltung zu diesem White Trash Phänomen. Das heißt, ich kann mich in diesen Filmstils eigentlich überall hin bewegen.